Leute. So, das ist für mich speziell ein ziemlich spezielles Auspackvideo. Und zwar ist das mein Geburtstagsbrier von der Lisa, also von Annie Brier. Eventuell kennt die ein paar von euch. Die ist eine sehr, sehr nette Person und ist auch auf YouTube ein bisschen aktiv. Und ja, dieses Pferdchen habe ich mir gegönnt zu meinem Geburtstag. Also ich habe erst nächste Woche Geburtstag, aber er ist jetzt da. Und da ich ihn mir selber finanziert habe, und er war nicht gerade billig, sagen wir es mal so, ich habe dafür auch ein Pferd weggegeben und gibt noch ein Pferd und gibt noch ein bisschen schon noch ein bisschen Geld drauf. Und eventuell wissen es von euch die meisten, die mich auf Instagram verfolgen, da bin ich ja aktiv, sehr aktiv sogar. Und ja, deswegen packen wir den Lieben mal aus. Und ja, es ist ein Hengst und ja, er ist für mich sehr speziell und vielleicht kennen ihn ein paar von euch, was ich aber schon denke. Und oh, da springt mir schon mal gleich was ins Gesicht. Aber das zeige ich euch dann später, weil sonst seht ihr, was das für ein Pferd ist. So, und hier ist die Mumie. Die Lisa packte ihr Brier immer sehr sorgfältig ein und als ziemliche Mumie. Und oh mein Gott, ich habe mich so gefreut auf dieses Pferd. Und ich weiß nicht, ob ihr es von der Form erkennen könnt. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, jetzt packen wir ihn mal aus. Mumie ohne Ende. Und Lisa packt ihre Pferde immer so sorgfältig ein. Ich könnte das, glaube ich, gar nicht. Aber bei dem ist es schon etwas nötiger. Ich hoffe, dass auch nichts kaputt ist an ihm. Er hat keine Top-LSQ, er hat keine Live-Show-Platzierungen oder so. Aber er hat eine besondere Unterschrift am Bauch. Nicht von Brigitte Ebel, nein. Die kann ich mir dieses Jahr nämlich holen. Das ist ein Brigitte Ebel-Pferd. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr in den Kommentaren raten, was ich jetzt ungefähr bis jetzt hierhin meine. Könnt ihr auch die Zeit hinschreiben, wo ihr gerade gestoppt habt und dann vielleicht eure Vermutungen schon stellen. Ist halt schon doof, wenn ihr halt dann andere Kommentare lest und sagt so, ah ja, die hat das und das geschrieben, schreibe ich das auch mal. Aber egal, die meisten von uns wissen es. Vielleicht erkennt ihr den Puppes schon? Oh, ich sehe seinen Kopf, ich sehe seinen Kopf, ich sehe seinen Kopf, ich sehe seinen Kopf, 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 Kopf. Oh, das ist wie bei mir. Oh mein Gott, wie soll ich mich da nur revanchieren? Er hat eine kleine Macke, aber die ist auszubessern. Gott sei Dank. Und, oh Gott. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich einen von denen dann habe. Ich kann es nicht glauben. Er ist nicht extrem limitiert, aber er ist extrem begehrt. Und das Modell ist kaputt gegangen bei Brier. Das heißt, es wird auch keine Nachfolger aus diesem Modell geben. Und das ist das allererste Pferd aus dem Mode. Ich weiß nicht, vielleicht wissen es jetzt von euch ein paar. Er ist in Andalusia. Und er ist grau. Er ist ein Schimmelchen, glaube ich. Ja, Schimmelchen. Und es ist Alvarozo. Oh mein Gott. So, ich muss den jetzt erstmal ein bisschen abchecken. Oh mein Gott. Also wie ihr sehen könnt, hier ist die Macke. Falls ihr das sehen könnt, diese ganz kleine Macke. Die sieht vielleicht auf der Kamera ein bisschen größer aus, aber die fällt nun auf. Und hier ist die Unterschrift. Diese Unterschrift ist von seinem Trainer, weil er war das Celebration Horse, also dieses Modell, was jeder bekommt, wenn er aufs Briarfest geht, 2008. Er ist auf 6000 limitiert. Und er ist wunderschön. Oh mein Gott. So, und jetzt zeige ich euch, was die liebe Lisa mir mitgegeben hat. Und zwar, das wären einmal Papiere von ihm. Ich weiß nicht, ob es genau von ihm ist, aber es ist viel auf Spanisch drauf. Dann steht noch was mit Briarfest, glaube ich, drauf. Oder, ja, Briarfest Grow Worker drauf. Das ist extrem krass. Guckt euch das mal an. Hier. Und das. Könnt ihr, glaube ich, eh alles nicht lesen. Aber das, da ist sogar eine Unterschrift drauf. Und ich habe sogar seine Etikette gekriegt. Oha, voll krass. Mega toll. Und oh, er ist so toll. Er hat so schöne Dapples. Oh mein Gott. Er ist ein Traum. Er ist einfach ein Traum.
Ich weiß nicht, was ich zu ihm sagen soll. Er ist ein Traum. Ich guck, dass ich einen passenden Stallnamen für ihn finde. Vielleicht hat die Lisa ja noch einen gehabt für ihn. Und er ist so mega toll. Wow. Der zieht niemals aus. Und nein, er ist nicht aus dem Picasso-Mold. Er ist aus dem Alvaroso-Mold. Und ich bin glücklich, endlich eine Besitzerin von einem Alvaroso zu sein. Das Pferd gehört fast nämlich in jede Collection. Und jetzt muss ich noch ein bisschen meine Bräuchen umstellen. Und ich hoffe, das Auspack-Video hat euch gefallen und er gefällt euch genauso wie mir. Falls ihr Bilder von ihm sehen wollt, wenn ich Bilder mit ihm schieße, dann besucht mich auf Bryan Realistic Pictures in Instagram. Den Namen schreibe ich euch nochmal in die Beschreibung. Und ja, das war's und wir sehen uns. Ciao!